Herr Oberbürgermeister, worauf freuen Sie sich denn am meisten auf die MS 2019? Ja, die MS ist an sich eine tolle Veranstaltung die ganze Woche. Es wird einiges geboten, angefangen vom Familienaktionstag über den klingenden Ludwigspark bis hin zu den kleinen Veranstaltungen und natürlich am Wochenende dann die eigentliche Veranstaltung, die MS auf dem großen Markt mit dem großen Feuerwerk zum Schluss. Das ist immer eine Riesenveranstaltung und gehört einfach zu Salö dazu. Ja, viel hat sich ja dieses Jahr getan beim Thema Barrierefreiheit. Ja, gut, auch wir gehen mit der Zeit. Wir haben seit vergangenem Jahr den Herrn Michler als Beauftragten für die Menschen mit Behinderung. Und der Herr Michler hat gute Ideen. Wir sind auch im engen Austausch und ich sehe auch ein, oder es ist heute halt so, dass auch viele Gäste kommen, die eingeschränkt sind, behindert sind, und dem wollen wir Rechnung tragen, und dafür gibt es barrierefreie Zugänge, es gibt abgesperrte Bereiche für Rollstuhlfahrer und es gibt einen Gebärdedolmetscher, der die Eröffnung mit begleitet. Ja, mit Marquess und Glasperlenspielen hat man schon zwei große Nummern. Das sind in der Tat zwei Veranstaltungen oder zwei Bands, sage ich jetzt mal, die an dieser Veranstaltung auftreten, die schon einen Namen haben und die auch entsprechend das Publikum nach Salü ziehen werden. Ja, wie wichtig sind die Sponsoren für so eine Veranstaltung? Ohne Sponsoren wird es nicht gehen. Das kann man so platt sagen. Also die Sponsoren sind sehr wichtig, überlebenswichtig. Ja, dann vielen Dank. Gerne.